auch dieses Theateralltag, singen, scheitern, spielen, scheitern, irgendwann aber erfüllt sein, dann doch nicht, also das vermisse ich auch. Mit wem kannst du gut reden? Wenn es um mich geht, kann ich sehr gut mit meinem Bruder sprechen. Ist der jünger oder älter? Der ist älter. Er ist 1,5 Jahre älter. Und er ist für mich wie so ein Kumpel, wirklich. Also mit ihm kann ich sehr gut sprechen und auch sehr gut seine Meinung fragen, beziehungsweise versuchen, eine Meinung von außen. Mhm. Ja. Aber ich glaube, ich kann auch mit vielen Menschen sprechen. Ich kann über verschiedene Themen kann ich mit verschiedenen Menschen sprechen. Ich bin nicht so, dass ich sage, nur ich kann nur mit solchen Menschentypen sprechen oder nur mit solchen. Also ich bin der Meinung, man kann von jedem Menschen was lernen oder man kann sich mit eigentlich fast jedem Menschen austauschen. Bist du gerne mit Menschen oder bist du lieber alleine? Doch, also ich bin gerne mit Menschen, aber ich kann auch alleine mit, also ich habe auch Momente, wo ich dann Ruhe brauche, aber ich kann sehr gut mit Menschen, doch. Und was machst du, wenn du Ruhe brauchst? Einfach Tür zu machen und mich hinlegen. Also eher zu Hause? Ja, oder auch spazieren gehen. Also spazieren gehen, jetzt ist mir eigentlich seit 15 Monate nicht gelungen, wirklich alleine zu sein, ja. Wegen Baby, aber früher bin ich sehr oft alleine spazieren gegangen. Da mag ich auch sehr, wenn man irgendwie auf so einem Hügel ist oder so, man so einen Blick auf eine Stadt hat und aber irgendwie so von außen reingucken kann. Wenn du dir eine Abendgestaltung aussuchen dürfst, lieber tanzen oder lieber essen gehen? Ich glaube, lieber essen gehen. Kochst du oder bestellst du? Ich koche. Gerne? Ja, ich koche gerne. Ich koche aus meiner heimatlichen Küche, persisch. Aber das ist mir auch erst bewusst geworden, seitdem ich nicht mehr im Iran lebe. Das war davor für mich selbstverständlich. Das ist halt das Essen, was ich kannte, und jetzt bin ich seit 14 Jahren nicht mehr im Iran, und da habe ich es richtig so schätzen gelernt, dass die Küche einfach wahnsinnig ist. Also, ja.